In diesem Video zeige ich euch, ob Testing überhaupt möglich ist oder ob es nur Science Fiction ist. Ich hoffe, das Video wird euch gefallen. Erstens, der Inhalt. Was ist Beam überhaupt? Dann kommt, ist es Beam möglich oder nicht? Und danach kommen noch Argumente, die für oder gegen Beam sprechen. Was ist Beam? Unter Beam versteht man, dass man sich von einem Ort zu einem anderen teleportiert. Dabei wird der Körper dematerialisiert, das heißt aufgelöst, dabei wird der Zustand aller Atome gespeichert, damit der gleiche Körper beim Zielort auch wieder materialisiert werden kann. Am Zielort wird der Mensch schließlich wieder materialisiert, also wieder in Atome umgewandelt, dann ist der wieder da. Und hoffentlich gesund. Ist das Beamen überhaupt möglich? Es sprechen viele Argumente, dass das Beamen nicht möglich ist. Ich sage welche. Erstens, exakter Zustand aller Atome muss erfasst werden und zweitens, der Körper muss de- und wieder materialisiert werden. Zuerst, ein Atom hat die Information einer Schreibmaschinenseite. Man hat insgesamt so viele Atome, dass die Datei 10 hoch 28 Kilobyte groß wäre. Man müsste so viele heutige Festplatten aufeinander stapeln, die ein Drittel der Strecke von hier bis zum Zentrum der Nähstraße ca. 8000 Lichtjahre lang wäre. Die Übertragungsrate kommt auch noch. Bei 100 Mbit pro Sekunde würden 10 hoch 28 Kilobyte etwa 30 Billionen Jahre, das ist das 2000-fache des Alters des Universums, dauern. Es muss ja die Information muss ja von A nach B auch kommen. Nicht nur der Mensch, sondern auch die Information muss rüber. Und das dauert einfach so ewig lange. 2000-fach. So lange wie das Universum alt ist. Es gibt auch noch ein zweites Argument. Und zwar, der Körper löst sich beim Beamen ja vollständig in Energie auf. Es gibt ja diese Formel E gleich mc². Man würde die Energie von 1000 Wasserstoffbomben freisetzen, wenn man sich da dematerialisieren würde. Das ist einfach viel zu viel. Da würde ja alles explodieren, weil so 1000 Wasserstoffbomben, das ist ja schon auch eine satte Menge. Und jetzt kommen gleich noch die Argumente, die dafür oder dagegen sprechen. Argumente dafür, schnell von A nach B zu kommen. Man hat auch keine schlaflosen Nächte. Dagegen viele Argumente, weil es technisch nicht machbar ist. Und Unternehmen würden auch Verdienstausfall haben. Das Fazit ist, Beamen ist unmöglich. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Daumen nach oben, teilen und abonnieren.